Ja, in einem Gras weiter schon vor einem Kampf hier. Ich bin mal gespannt, welche seltenen Pokémon da auftauchen. Level 18 schon wieder. Wie geht das denn? Die werden ja immer schwächer. Hypertrank. Oh, geil. Ein Hypertrank. Und? Ja, seltene Pokémon, merkt man ja schon. Wie selten die sind. Aber nun gut, wir werden das schon irgendwie schaffen. Na. Vielleicht sind die seltenen Pokémon auch in dem niedrigen Gras, im hohen Gras vielleicht jetzt nicht gerade, aber vielleicht im niedrigen. Weiß man nicht. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Und? Also da müssten auf jeden Fall andere Pokémon sein. Nicht. Gleiche Pokémon. Und weg. Aber ein bisschen höher noch. Wir sind ja kaum weitergekommen. Es ist auch gar nicht so weit irgendwie vom Weg her. Wir kommen da schon bald an. Trotzdem will ich den Pokéball da hinten noch haben. Er weiß, dass da drin ist. Da können ja seltene Items drin sein. Wie eine TM zum Beispiel. Eroas. Also möglich ist es auf jeden Fall. Nein. Na, endlich, gleich haben wir es. Nein, wie kann das denn auf... Oh, das gibt's doch nicht. Und immer nur solche Kleinsteins. Ist auch nicht unbedingt schön immer. Ein Hyperbällchen. Sehr schön. Seltene Items haben wir auf jeden Fall gefunden, nur seltene Pokémon nicht. Na, ja, schon wieder. Ständig immer. Oh, jetzt kommt der Nebel auch schon. Und der bleibt auch. Nur gut, hier nicht mehr. Doppelkampf? Nö. Würde ich die vor allem auflockern beherrschen, könnte ich schönes Wetter machen. Wie es funktioniert, ein Vogel-Pokémon schlägt mit seinen Flügeln und lockert damit die Nebel auf. Wow, und dafür braucht man unbedingt eine VM, oder wie? Ich mag die aber nicht. Die ist voll nutzlos, die VM. Die kann wirklich nur das. Oh, wir haben Auflockern gar nicht. Ja, so viel dazu. Ist zwar nützlich, aber man braucht Auflockern nicht unbedingt, glaube ich. Werden wir auch so schaffen. Ich habe dich überrumpelt. Während du dich noch erholst, werde ich ja den Kampf bereits entschieden haben. Okay. Glaube ich aber nicht, denn er hat wahrscheinlich nur so Gift-Pokémon. Genau. Ah, Nebel. Body Slam. Nein, Mist. Oha, es kann schon Flügelschlag. Wow, was für eine Steigerung. Immer dieser Nebel, aber ich finde die Animation geht schnell, zum Glück. Hä? Wie? Das gibt's nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Na komm. Hä, wieso geht das daneben immer? Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Wegen Nebel oder was? Ach, Mann. Aber nur bei mir auch, ne? Einmal bei ihm, aber nur, sonst fast nur bei ihm. Das kann nicht wahr sein. Der Nebel kann doch nicht so stark sein. Na. Ich treffe wirklich überhaupt nicht. Kein bisschen, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Ich treffe überhaupt nicht. Hä?
Verstehe nicht. Weißt du was? Ich mache jetzt Regentanz. Haha. Denn so geht's auch hier. Dann ist nämlich der Nebel weg. Da müssen wir auch wieder treffen können. Oh, der Nebel regt ja derbe auf. So, Aquavelle. Genau, so trifft's nämlich auch wieder. Ja, aber dass der Nebel so arge Auswirkungen hat, ist schon irgendwie ein bisschen übertrieben, oder? Das muss, finde ich, echt nicht sein, dass man da überhaupt nicht mehr trifft. Also mal nicht ist okay, aber doch nicht immer. Naja. Jetzt regnet es erstmal 5 Runden lang, also... Nun gut. Und nochmal Aquavelle. Für sowas haben wir Regentanz, also... Man verstärkt ja auch die Wasserattacken nochmal. Das heißt, plus Step plus Regen. Also ist ja Wahnsinn. Dann haben wir einen Mega-Schaden von Wasser. Dürfte uns auf jeden Fall helfen. Golbat, wow. Oh Mann, der Regen wird nicht ausreichen, leider. Denn es fängt gleich wieder an, neblig zu werden. Ugh. Nochmal. Natürlich ist so ein Golbat wesentlich schneller als wir. Keine Sorge. Da muss sich der Gegner nicht irgendwie fürchten. Golbat ist immer noch schneller. Da brauchen wir uns leider immer noch keine Hoffnung zu machen, dass wir mal schneller angreifen werden. Und, boah, 915. Krass. Es regnet immer noch, zum Glück. Oh, Pionskura. Sonst hätten wir auch haben können, ne? Aber haben wir jetzt doch nicht. Wir können es aber noch so eins holen, deswegen. Das ist nicht das Problem. Und auch tot. Yeah. Oh nein, dieser Nebel immer. Das regt so auf. Aber wir haben Auflockern auch überhaupt nicht. Genau. Der Ape. Und dann wieder Iblolly. Alle auf Level 36 ist ja schon mal wunderbar. Oh, ich will das echt nicht. Ich hasse diesen Nebel. Und da kommen noch mehr, viel mehr Trainer. Also das ist nicht unbedingt schön. Da zum Beispiel kommt noch jemand. Na. Oha, wir sind jetzt gleich zum ersten Mal Ape im Real Life, im Kampf. Sieht voll geil aus. Aber dass der Nebel so heftige Auswirkungen hat, also auf mich heftige Auswirkungen als auf den Gegner, ist schon unfair. Als Ast-Trainer muss ich Kämpfe gut verarbeiten können. Es muss cool und ruhig bleiben, egal ob ich gewinne oder verliere. Und da musst du dich wirklich gleich anstrengen, cool zu bleiben, denn das wird ein schwieriger Kampf für dich. Gegen mein neues Ape Crime. Aber es hat so wenig KP irgendwie, das finde ich ganz merkwürdig. Was geht denn da am besten? Tempo-Heap. Wow, es trifft sogar. Wahnsinn. Und hat echt Power. Überleg mal, es ist Level 27, also von daher. Ja, Ast-Trainer sind immer stärker, deswegen... Und nochmal. Bam. Der Ape trifft sogar immer. Na gut, Tempo hat auch eine Genauigkeit von 100, deswegen... Naja. Oh, cool. Shell Shrine. Schon wieder haben wir einen Starter-Pokémon in seiner zweiten Entwicklungsphase getroffen. Da muss natürlich ein Flammenrad her. Ja, und das geht natürlich daneben, klar. Na, toll. Ach, das ist gut, das normale Fluch. Na komm, Flammenrad muss doch irgendwie treffen. Oder Glut. Dann machen wir Glut. Und das trifft. Das ist sogar fast ausgereicht.
Und die Initiative, die wird noch weiter sinken. Es hätte sogar komplett ausgereicht wahrscheinlich, wenn es nicht Fluch eingesetzt hätte. Schade. Ja, wir kriegen es eh noch down irgendwie. Und nochmal. Nee, Tempo reicht aus. Ja, und dann geht's auf einmal daneben, klar. Jetzt noch Top-Genesung, schön. Und dann alles von vorne. Super. Weil die Astrena meistens eine Top-Genesung dabei. Sollten sie eigentlich wirklich haben. Finde ich komisch, warum die das nicht einsetzen. Nee. Das ist doch so scheiße, der Nebel. Das hatte ich doch früher auch nie. Die Attacken haben doch auch immer getroffen. Das ist komisch. Yay. Down. Aber wir bekommen echt viele Erfahrungspunkte. Das ist Wahnsinn. So unnötige... Wir haben so unnötig Schaden bekommen. Finde ich echt nicht schön. Ach, die natürlich, ne? Erstmal der. Weil wir haben eh nicht mehr so viel Zeit, deswegen... Du scheinst sehr viel Selbstvertrauen zu haben. Mal sehen, ob du recht... Da haben sie ein Wort vergessen, oder? Naja. Cornelius. Ah, Käfer-Pokémon. Super. Ein Motterpell. Auch eins der seltensten Pokémon hier übrigens in Generation 4. Das gibt's nicht so oft. Da muss man wirklich schon suchen. Da muss nämlich ein Burmi sich holen. Das entwickelt sich dann zu Burmadam und danach zu Motterpell. Und das findet man halt nur an diesen Honigbäumen. Das ist wirklich selten. Also schon Hut ab dafür. Dichter Nebel. Onyx. Ah, perfekt. Auf jeden Fall ein vielfältiger Trainer. Die Astrainer sind sowieso die besten, weil die mehrere Arten von Pokémon haben und dann auch noch... Sollen wir Nahkampf machen mal? Nö, lass Tempoid machen, das reicht. Ja, wenn es treffen würde. Das ist so unnötig. Wir können eigentlich schon so instant gewinnen. Aber die Gegner treffen ja auch immer. Die treffen immer und wir treffen gar nicht. Na, endlich auch mal. Das nervt aber schon wirklich hart. Aber auflockern ist eigentlich so eine Scheiße. So eine Scheiß-Sorm. Das ist so eine Verschwendung von einem Attackenslot eigentlich. So unnötig. Es nützt im Kampf nämlich genau gar nichts. Und nochmal Tempo-Hieb. Bam. Yeah. Sollte auch relativ viele EP geben und 600, das war ja schon mal ganz ordentlich. Wenigstens geht die Animation beim Nebel immer schnell. Wenn da steht, es herrscht dichter Nebel, dann geht es ja relativ schnell vorbei. Dauert kaum 2 Sekunden, ist auch ganz gut. Und dann nehmen wir mal wieder Flammenrad. Endlich mal ein Treffer. Sollte wehtun. Jo. Hat's auch. Super. Level up. Sehr schön. Hätten wir den auch. Mann, Mann, Mann. Aber ich glaube, noch einen Kampf schaffen wir nicht. So. Wird dann natürlich ausgetauscht gegen... Wer ist jetzt eigentlich dran? Eiblolli. Und danach ungespielt. Ja, läuft auf jeden Fall gut für uns. Muss man schon mal sagen. Da können wir uns mal die Route angucken, was noch so auf uns zukommt. Auf jeden Fall Trainer halt, ne? Viele Trainer und... Ich gehe mal so langsam rüber, damit ich nicht irgendwie in den Trainerkampf reinrenne. Da ist nochmal einer. Und hier unten bestimmt auch noch ganz viele. Also wird noch relativ spannend werden. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir es in der nächsten Aufnahme dann machen werden. Aber gegen die will ich jetzt noch nicht antreten, weil die halt einen Doppelkampf machen wollen wahrscheinlich später. Und da habe ich jetzt nicht direkt so Bock drauf. Also sage ich dann gleich ciao. Und dann stelle ich mich, glaube ich, mal hier hin. Ja, hier hin. Und sage, das war die Aufnahme. Wir haben mal wieder was geschafft. Wir haben den Arena-Kampf souverän gewonnen mit nur einem einzigen Pokémon. Überraschung. Und wir haben unser... Pokémon, was wir haben wollen, nicht gefunden, leider. Ich werde mal gucken, ob ich es offscreen irgendwie finde, aber naja. Sonst halt ein anderes Pokémon, was nach dem 6. Orden dann in dem Team hinzugefügt wird. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleibt fresh, Freunde.